Dann sind wir mal in Bouchards Versteck. Wo man uns definitiv hätte warnen können, dass das Ganze so brüchig hier ist. Aber warum denn auch? Und jetzt weiß ich auch, warum wir stärker sein müssen, damit wir überhaupt hier so gerade eben noch rüberkommen. Gerade eben. Sehr gut. Das war ein Reflex. Ich glaube, wir sollten generell nicht dort drin schwimmen. Mein Gefühl sagt mir, das ist nicht zum Schwimmen geeignet. Und eigentlich war ich auch immer der Vermutung, dass die Hallenbäder jetzt langsam zu hätten. Oh Gott. Okay, drin schwimmen können wir, aber... Komm mal nur nicht raus. Das ist blöd. So, dann machen wir mal so. Ah, müssen wir halt nur den Sprung etwas anders hinbekommen. Ah. Mist. Ich glaube, wir müssen ganz zurück. Nee. Also einmal im Wasser kommst du da gar nicht mehr raus. Ja, warum stirbst du da nicht? Da kann ich raufklettern. Wieder kannst du raufklettern. Wo kannst du raufklettern? Laura, wo kannst du raufklettern? Kannst du hier raufklettern? Cool. Gut zu wissen. Okay. Hinterfrag gar nichts. Ich frage einfach mal nicht, wie wir das hätten sehen sollen. Also im Wasser. Das können wir mit unserem Fuß freimachen. Aua. Die Ratte kann sich verziehen. Wäre auch besser für sie, wenn wir sie nicht töten sollen. Lara will auch nicht mehr vernünftig laufen. Also, weil ich auch gesagt habe, dass sie nicht vernünftig laufen soll, sondern gehen. Deshalb. Ja, einiges. Warte mal, jetzt haben wir den Weg zurück. Cool, aber... Wirklich gebracht hat uns das nichts. Wir haben jetzt einen Rückweg, toll, aber das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte zu ihm, nicht von ihm weg. Achso, ja. Gehen wir mal hier hin. Jetzt glaube ich gut, dass wir einen Rückweg haben. Denn dort geht's glaube ich weiter.
Und? Ja. Was? Ist ja Magie. Krass. Ja. Gehen wir mal einfach hier hin. Was bist du? Zuerst Monster? Ich meine, er ist ein Monster, aber ist er das Monster? Nun gut, gehen wir hier rein. Ja, wieder zurück. Konnte ich jetzt auch nicht von seinen Qualen erlösen, ne? Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouchard? Mit Arnaud? Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Möglich. Einem Freund von mir ist etwas Ähnliches passiert. Das bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Sagt Ihnen der Name Eckhart was? Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Kreu. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollt ihr hier? Karten und Informationen über den Louvre. Ich erinnere mich. Das war vor 4 Wochen. Er wollte einer Horde japanischer Touristen die Mona Lisa zeigen. Lassen Sie das, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren. Passen Sie auf, was Sie sagen, Madame. Gar nichts werde ich. Ich habe Ihr Unterweltsgehabe satt. Ich brauche Antworten. Vorsicht, Mädchen. Sie machen alles nur noch schlimmer. Was Sie nicht sagen, und hetzen Sie jetzt Ihre Schmusekatzen auf mich? Nein, das erledige ich persönlich. Willkommen in Paris. Was? Was? Cool. Nett. Dein Ernst? Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouchard? Mit Arnaud? Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Möglich. Einem Freund von mir ist etwas Ähnliches passiert. Das bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Sagt Ihnen der Name Eckhart was? Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Kreu. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollt ihr hier? Karten und Informationen über den Louvre. Ich erinnere mich. Das war vor 4 Wochen. Er wollte einer Horde japanischer Touristen die Mona Lisa zeigen. Passen Sie auf, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren. Jetzt halten Sie mich für die Mörderin. Vorhin kamen die Nachrichten ein Bericht über ein mordendes Monster. Was wissen Sie darüber? Nichts, was Sie interessieren würde. Oh, dieses Monster interessiert mich sogar sehr. Was ist mit meinem Freund, dem Louvre? Ach ja, der Akademiker. Er wollte sich im Louvre irgendwelche Ausgrabungen ansehen. Ich habe ihm einen Kontakt besorgt. Wollen Sie die Adresse? Ich will noch mehr. Eine 9mm, einen Rucksack, Plastiksprengstoff und Betäubungsmittel. Paris ist in letzter Zeit nicht sicher. Für wen? Sie können offensichtlich auf sich selbst aufpassen. Haben Sie die Sachen für mich? Ich nicht. Aber versuchen Sie es bei Daniel Rein. Er arbeitet draußen bei den Pfandleihern an der Ecke Rue Saint-Marc und Cour la Seine. Was würden Sie vorschlagen? Ein Geschäft. Ich habe etwas für ihn. Pässe. Sie könnten ihm die Dinge in meinem Namen vorbeibringen.
Pässe. Tschechische Pässe. Keine große Sache. So kommen Sie mit ihm ins Geschäft. Und dann gibt er mir, was ich brauche? Wenn der Preis stimmt. Die Pässe beweisen, dass ich sie geschickt habe. Was ist mit dem Mann draußen im Krankenzimmer passiert? Hat er auch ein Paket für Sie zugestellt? Der arme Arnaud. Einer meiner besten Männer. Er hat schon 4 Angriffe überlebt. Angriffe? Von wem? Eine interessante Frage. Wir wissen es nicht. Noch nicht. Vielleicht von diesem Pariser Monster. Wir gehen der Sache nach. Sie sollten aufpassen. Eine Automatik würde mir reichen. Sie haben von Croy einige Waffen verkauft. Ich brauche auch welche. Keine Chance. Wir brauchen alle unsere Waffen selbst. Ren ist Ihr Mann. Sind wir im Geschäft? Okay, abgemacht. Okay, so sieht's also aus, wenn wir nicht in dem Gespräch draufgehen. Sehr schön. Wer kommt noch auf die Idee, dass man eine große Klappe direkt umgebracht wird? Ja, Manu. Was auch immer mit ihnen da passierte. Er würde es wahrscheinlich nicht noch einmal durchmachen wollen. Ja, danke. Danke, Lara, danke. Kein Weg für uns. Okay, es sah gerade so aus, als gäbe es dort noch einen Weg. Oh ne, dem war ja nicht so. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Großartig. Wie kommen wir weiter? Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas Einfaches übersehen. Zum Beispiel so eine Tür. Die wir aber nicht durchkommen. Na, Buscha. Wir haben einen Hebel übersehen. Na, ist ja fast genauso schön. Wenigstens haben wir ihn jetzt gesehen. So, das ist wieder ein Feuerzeug. Wofür haben wir auch wieder ein Feuerzeug bekommen? Keine Ahnung. Wofür brauchen wir die Kiste? Wir wollen da oben hin. I see the reason for my Kiste. Das dachte ich mir. Let me on my Kiste, denn ich will da hoch. Oh, ich brauche die Kiste noch ein bisschen weiter dran. Ja, nee.
Bloß nicht zu viel. Und dann noch ein bisschen näher ran. So, das sollte doch jetzt reichen. Ja. Das reicht. Das ist so unnötig kompliziert. Wie macht Bouchard das denn? Ich glaube nicht, dass er den ganzen Parcours läuft. Oder jemanden schickt, dass er den Parcours läuft. Damit er überhaupt da wieder rauskommt. Das ist so unnötig kompliziert. Hey, Mademoiselle, weg von den Seilen. Hübsche Uhr. Was? Ihre Uhr. Hübsch. Spreche ich zu schnell? Okay, Schwester, raus hier sofort. Wie wär's mit einer Wette? Was für eine Wette? Die beiden Kerle im Ring. Wie heißen sie? Hey, Lady. Los jetzt. Wie heißen sie? Okay, mach schon mal dein Testament. Der Kerl mit den Tattoos heißt Zack, der andere ist Carl. Warum nicht gleich so? Ich setze mein ganzes Geld gegen ihre Uhr. Wetten, dass ich die Kerle auf die Matte schicke. Hast du 200 Euro, Baby? Klar. Okay. Hey, Zack, Carl. Die Lady hier wettet, dass sie euch auf die Matte schickt. Stopft ihr das Maul. Vorsicht. Sonst will ich auch noch ihr neckisches Goldkettchen kleiner. Treib's nicht auf die Spitze, Baby. Also, gegen wen willst du dein Geld verlieren? Wie wär's mit Zack? Ich dachte, ich schicke die auf die Bretter. Hier, nimm sie. Und jetzt raus hier. Cool. Ah, du bist eine Flasche. Ich hab die Wette voll falsch verstanden. Was hat der denn da oben? Ist das? Ey, Freundchen, du hast da oben was. Das ist deine Uhr? Hier haben wir mal kurz. Okay. Die zwei Kugeln will ich wieder haben. Hä? Okay. Sehr verwirrend, aber... Gut. Ich will dann... Gut, dass sie sich jetzt wieder prügeln. Wo ich noch gar nicht gewettet habe. Komm! Was macht ihr da? Ja? Was wird das jetzt? Wir sind gesoftlockt. Wir sind gesoftlockt. Weil wir einfach nur an dem Typen rangegangen sind. Nichts gemacht haben, sind wir jetzt in dieser blöden Cutscene gesoftlockt, weil sie sich nicht prügeln. Ich will nicht sehen, wie ihr nichts macht. Lasst mich verdammt nochmal in Ruhe. Ah! Warum? Was ist das? Okay, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge mit den beiden netten Herren. Dann softlocken wir uns zwar nicht. Ja, wir sehen uns. Bis dann, haut rein und tschüss.